Aber erstmal geht natürlich, wie du sagst, ein großes, dickes Danke an die Mütter und an die Väter, die sich wagen, die sich trauen, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, ihr seid Egal, der was Hammer. mit dem Überraschungspaket dann wird. Ja. Ist nicht einfach. Drum Dankeschön an alle. Mütter sind Superhelden, fühlen sich aber nie gut genug. Was könnten diese Mütter denn jetzt tun, die sich eben nicht wertgeschätzt oder nicht gut genug einfach fühlen? Also ich kann wirklich aus meiner Therapieerfahrung sprechen. Ich wünschte mir, ich hätte das alles schon vor x Jahren gewusst, was ich heute weiß durch diese jahrelange Therapie. Jetzt ist aber ein Kind ein unberechenbarer Faktor. Ja? Ja. Dadurch, durch diese unglaubliche Verantwortung für ein Kind entsteht ein Grundprogramm des Schuldgefühls. Also es gibt ja immer noch Babys, die sind 50 oder 16, immer noch Babys fordern irgendwie. Aber haben wir schon gemerkt, wie viel Konfliktpotenzial das birgt? Also eigentlich geht es nur um die Bewusstwerdung, wie alt ist mein Kind jetzt und was traue ich ihm schon zu? Und ich traue es zu, dass mein Kind mit 2 Jahren sollte einen festen Job haben. Und je Genau. weniger Verantwortung man hat, umso weniger Schuldgefühle. Du bist super, ich traue dir das zu, du bist meine Beste. Also, dann wachsen wir beide. Wenn man sagt, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich jetzt gerade mich wie eine schlechte Mutter fühle. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich das Gefühl habe, heute meine Emotion nicht im Griff gehabt zu haben. Ja, hallo und einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr uns anhört. Hallo, liebste Eva. Ja, herzlich willkommen für dich, herzlich willkommen an die anderen. Ja, heute haben wir ein paar Zuschauer direkt hier vor Ort dabei Sehr und sind schön. schon gespannt, wie die Gesichter sich so verändern werden, je nachdem, was wir hier jetzt gleich so erzählen. Da bin ich auch gespannt. Ja. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, Eva, das lautet: Das kannst du tun, wenn du dich als Mutter nicht wertgeschätzt fühlst. Und ich glaube, du bist da eine sehr gute Ansprechpartnerin dafür. Du hast ja selber zwei Kinder und zwei Enkelkinder und hast auch einfach jetzt über ganz viele Jahre viele Mütter mit ihren Kindern therapeutisch begleitet, ne? Ja, absolut gute Frage. Also ich kann wirklich aus meiner Therapieerfahrung sprechen. Ich wünschte mir, ich hätte das alles schon vor x Jahren gewusst, was ich heute weiß durch diese jahrelange Therapie. Also eins weiß ich ganz genau, wenn man das umsetzt, dann bringt es auch ganz viel. Also auf jeden Fall habe ich natürlich auch über Goleman, Birkenbiel viel gelesen, recherchiert und so weiter. Da liegt auch schon eine Menge Erfahrung dahinter, eine Menge Studium dahinter. Das muss ich einfach sagen. Hinter diese Thematik habe ich mich schon ganz schön gekniet und habe versucht, mir das alles zusammenzusammeln, wo ich gemerkt habe, das ist einfach wichtig. Ja. Also dieses Wertegefühl der Mütter ist ein altruistisches Thema. Das steckt in uns drin. Und wir wollen ja, wir sind ja dazu, sag ich mal, biologisch geformt worden, um den Kindern eine Heimat zu geben, das Leben weiterzugeben, das aus der universellen Energie kommt, dem der Seele einen Körper zu geben. Das ist natürlich eine unglaubliche Verantwortung für die Mutter, für den Vater, darauf einlassen. Und das ist natürlich durch diese unglaublich große Verantwortung eine Belastung ist. Eine, sage ich mal, oft durch das, die selber Kinder haben, die wissen, was das für ein Aufwand, wie viel Energie, wie viel Geduld man da braucht, wie hoch die Belastung ist, dass es eine riesige Herausforderung ist. Das, glaube ich, weiß jeder Vater, jede Mutter. Also wir sind Ja. angelegt dazu. Also ich sage, wir Mütter haben den Vorteil, ja, eine Gebärmutter zu haben. Mein Sohn hat immer geglaubt, hat gesagt, gell, mach mal, du hast eine Gebärmutter und ich und die Männer ein Gebärvater. Na, Ja. Also ja, hat er macht sich ja Sinn. damals schon damit auseinandergesetzt.
Natürlich würde ich heute sagen, wir haben beide eine riesige Aufgabe, sowohl die Väter so die Mütter. Aber was Natürlich, ja. bedeutet es ja, wenn sich Mütter eben nicht wertgeschätzt fühlen in ihrer Aufgabe? Müsste Genau, man. und ich habe dazu eine These mitgebracht, die mir so kam an zwei Beispielen von zwei Freundinnen von mir. Und die These ist, Mütter sind Superhelden, fühlen sich aber nie gut genug. Und in meinen Augen, also so ein Superheld, ja, der ist echt der Hammer. Also ein Superheld, der rettet wirklich die ganze City, der ist so stark oder sie. Und macht so, so, so viel und tut so, so, so viel Gutes und fühlt sich, also im Fall von Müttern, fühlen sie sich doch nie gut genug, was ja eigentlich echt super, super schade ist. Und ich würde dir sehr gerne diese zwei Beispiele einfach mal erzählen. Gerne. Und dann würde ich mich freuen, wenn du eben sagen könntest, was könnten diese Mütter denn jetzt tun, die sich eben nicht wertgeschätzt oder nicht gut genug einfach fühlen. Also eine Freundin von mir, die hat einen kleinen Sohn und sie macht wirklich alles. Es ist alles immer vorbereitet, alles ist perfekt. Wenn du da hinkommst, dann steht für den Sohn da schon der Smoothie und dann sind die und die Klamotten schon rausgelegt. Also alles ist so, sie versucht wirklich alles perfekt zu machen und sie macht so viel. Sie arbeitet nebenher noch und reißt sich wirklich auf gut Deutsch den Arsch auf, muss ich wirklich so sagen. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich finde es einfach nur bewundernswert. Und dann war ich bei ihr zu Besuch und dann waren wir in einem Raum im Haus, wo der Boden sehr rutschig ist. Und dann ist der Kleine halt hingefallen, also einfach mit den Füßen ausgerutscht und so voll auf den Kopf gedonnert. Dann hat sie sich schon so Gedanken gemacht und dann sie so, oh Mann, ja, jetzt habe ich total vergessen, dass wir hier in dem Raum sind und da ist ja der Boden so rutschig, da hätte ich dir jetzt die anderen Socken rauslegen müssen. Also wirklich so, als müsste sie jetzt wirklich an alles, 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 alles denken, was ja kein normaler Mensch kann. Ein Superheld vielleicht, weiß ich nicht. Und die andere Freundin von mir, die ist halt immer so, sie möchte ganz lieb sein. Also sie traut sich nicht, auch mal irgendwie eine negative Seite an sich zu zeigen oder so, sondern sie erwartet immer von sich, dass sie so die beste Mutter ist, aber auch irgendwie so die liebste Mutter, wo ich manchmal sage, so, ey, da wäre ich jetzt schon lange ausgerastet und hätte echt mal so auf den Tisch gehauen. Aber sie hat da irgendwie so das Gefühl, sie muss jetzt einfach so, ja, eine sehr liebe Mutter sein. Sie möchte das halt irgendwie sein. Und beide fühlen sich halt in gewisser Weise einfach nicht gut genug, obwohl die mega viel machen. Und wirklich ja, also ich kann das selber nicht richtig nachvollziehen, weil ich selber keine Kinder habe. Ja, aber Aber ich da finde kannst, es gut. genau, du kannst da sicher mehr dazu sagen. Ja, also zu Beispiel 1 natürlich, gell? Also das ist ja etwas, sag ich mal, was wir auch angelegt haben, natürlich für, das sieht man ja auch also bei meiner Kleinen zum Beispiel, die kümmert sich um Puppen und zieht die an und füttert die und macht das. Das ist ja toll, dass das schon mal angelegt ist. Aber es ist die Verantwortung, die man dann hat. Und das ist eine unglaublich große Belastung für, sag ich jetzt aus meiner Erfahrung und aus Erfahrung anderer Mütter. In dem Moment, wo du das Kind ja hast, mir Mutter und Vater haben das Kind angezogen seelisch, ja, indem er quasi sich damit auseinandergesetzt hat, ein Kind zu bekommen, dann lädst du die Seele ein, man will es haben, man freut sich über das Kind, man ist quasi beide Seelen müssen damit einverstanden sein, das Kind wollen, egal was dabei rauskommt, ja. Und dann bedeutet ja das, stell dir vor, ich habe das Kind eingeladen, unterbewusst weiß ich, dass ich das Kind eingeladen habe, auf diese Welt geholt. Und jetzt hast du eine unglaubliche Verantwortung. Kannst du das noch einmal kurz erklären? Weil ich glaube, wenn man damit jetzt noch nichts zu tun hatte, wundert man sich jetzt. Also, wie soll das funktionieren, dass man da jemanden einlädt? Oder wieso hat man da eine Seele, die dann da irgendwie sowas macht?
Also wenn jetzt ein Kind auf die Welt kommt oder sich, in, bleiben wir mal vorher, sich inkarniert, müssen quasi die Seele des Vaters und der Mutter, die Seele des Vaters und der Mutter müssen quasi die Seele eingeladen haben. Das ist ein Seelenvertrag, eine Einladung. Man hat unterbewusst, will man, lädt man das Kind ein. O vom Oberbewusstsein wird uns das gar nicht, gar auch wenn es Zufall, sagt man, Zufallskind ist, wie man es auch immer nennen mag. Trotzdem muss die Seele des Vaters und der Mutter, müssen sich auf der Seelenebene einig sein, das Kind einladen, die Seele, ja, und dafür einen Körper vorbereiten und dann die Seele eingeladen haben, angezogen haben, herbeigeliebt haben und die Seele hat Ja dazu gesagt. Also, indem ich jemand einlade, bekomme ich eine unglaubliche Verantwortung. Das kennt man auch beim Fest, ne? Wenn ich Leute einlade, dann will ich es alles schön haben, ich will alles hundertprozentig haben, ich will das vorbereiten. Und so haben die Seele des Vaters und der Mutter haben das Kind eingeladen. Jetzt entsteht natürlich eine unglaubliche Verantwortung. Ja? Die Ja. Mutter möchte der Seele der Neuen, die anklopft oder schon gefragt hat, ja gesagt hat zu der Vater, zu dem Vater und zu der Mutter, will sie ja eine Heimat geben, will sie alles weitergeben, teilen mit dem Kind. Und jetzt merkst du, wie die Verantwortung wächst. Ja. Und stell dir mal vor, du bist für ein Haus verantwortlich. Ist es denn wirklich genug getan, wenn du dich ums Haus kümmerst? Ist wirklich alles immer in Ordnung? So kann man das sich vielleicht vorstellen, wie die Verantwortung wächst von Monat zu Monat. Je mehr man das Kind spürt, ist alles gut? Habe ich richtig gegessen? Habe ich richtig getrunken? Habe ich das und das gemacht? Ja. Je verantwortlich man sich fühlt, umso Ja. schuldiger wird man. Also bleiben wir nochmal beim Vergleich bei dem Haus. Also ich sage, Ja. Lisa, bitteschön. Ich fahre jetzt 14 Tage weg, du passt aufs Haus auf. Was passiert, wenn irgendwas am Haus ist, irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja, Wer dann ist? fühle ich mich nicht gut. Dann muss ich ja handeln, weil du bist ja weg. Ich bin verantwortlich, also muss ich irgendwas tun. Also bist du quasi verantwortlich, sprich schuldig. Jetzt Ah ist. ja, wenn was kaputt geht, dann fühle ich mich schuldig. Wenn jetzt das Fenster kaputt geht, denke ich, oh, Mist. Das ist ja mein Verantwortungsfeld, also ja. Dann fühlst du dich schuldig. Ob du was dafür kannst oder der Nachbarskind, das eingeschlagen hat, das spielt gar keine Rolle. Okay, also, jetzt ist aber ein Kind ein unberechenbarer Faktor. Ja, Ja. es kann ein Schreikind sein, aber du Ja. hast es gewollt. Und deshalb, weil du es auf die Erde geholt hast, haben wolltest, jetzt ist es aber unberechenbar. Das kann sich so entwickeln, kann Karma mitbringen, kann sowas, kann vom Uropa was übernommen haben, ne? Die DNA, die zeigt uns ja das dann auf. Oh, das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, hat einen kleinen Schaden oder Frühgeburt oder sonst was. Jetzt merkt man schon, wie sich dieses Schuldgefühl verdichtet. Oh Gott, ich bin jetzt verantwortlich für das Kind. Ja, stellt euch vor, da passiert was mit dem Kind. Jetzt wächst doch quasi allein durch das Gefühl, ich bin verantwortlich dafür, die Schuld. Jetzt mag aber zum Beispiel, Also das also Schuldgefühl, oder das kann man vielleicht Schuldgefühl. besser sagen, weil das Das versteht man Schuldgefühl. vielleicht sonst falsch. Versteht man sonst falsch? Absolut richtig. Dieses Schuldgefühl wächst dann. Oder der Vater sagt, ha, jetzt habe ich ein Schreikind, weil es ein Geburtstrauma hatte oder sonst was. Und der Vater hält es nicht auf und verlässt es. Kind und die Mutter. Ja? Ja, und wer ist denn dann schuld? Die Mutter trägt es ja aus. Sie hat es ja als erstes gefühlt, wollte es haben. Also wächst da wiederum ihr Schuldgefühl, weil sie nimmt ja quasi die Hälfte der Eltern dem Kind weg, fühlt sich verantwortlich dafür. Sie Kann bezieht beim es Vater alles auf sich dann dann quasi. alles auf sich, egal was passiert. Oh, das Kind hat keine Freunde. Oder. Ja, Ja. also, wie soll sie sich denn wertvoll fühlen, gut fühlen, wenn das Kind nicht 100% perfekt ist? Das kann es ja nicht sein, weil sich's entwickelt. Weil man natürlich Ja.
Ja, dann kommt die Peer Group und dann schließt sich das Kind denen an. Du hast dann gar keinen Einfluss mehr. Ne? Das Milieu wird ja spätestens mit 9, 10 wird dann erdringend oder halt nimmt dann Überhand. Ja. Du musst dich aber trotzdem noch verantwortlich fühlen. Was ist ja euer Produkt, deine Erziehung, deine Liebe? Wie war es in der Schwangerschaft? Was hast du gemacht, getan, getrunken und so weiter? Oder hast nicht genug getan? Ja, und dann Ja. wächst die Verantwortung. Und mit der Verantwortung wächst natürlich dieses Schuldgefühl. Wie soll man sich Und wertvoll und gut fühlen, wenn das Schuldgefühl wächst? Jetzt ist das Kind nicht genau. gut in der Schule. Jetzt muss ich aber arbeiten gehen. Also, weil ich kein Geld habe, weil man es erwartet, weil die Miete nicht reicht. Und dann wächst wiederum das Schuldgefühl von der Mutter. Weil keine Mutter will ja das Kind weggeben, aber ich muss ja arbeiten. Und daheim sitzen, ja was, daheim sitzen und nichts tun, das ist ja immer noch gleich bleibend wie früher mit der Energie, dass man sagt, okay, wenn die Mutter zu Hause ist, ist ja nur zu Hause. Und wenn man zu Hause ist, tut man ja nichts. Wächst das Schuldgefühl, na, ich bin jetzt abhängig vom Mann, der bringt das Geld nach Hause und ich lebe ja von ihm. Also ich muss echt sagen, aus der Therapieerfahrung, deutscher Mann, deutsche Frau, sie ist schwanger, mit, glaub, mit dem ersten oder zweiten Kind, dann sagt er zu ihr, ja du, von was willst denn du später leben? Wollten aber beide das Kind. Also geht sie arbeiten, bringt das Kind weg zu einer Tagesmutter. Das war dann bald in psychologischer Behandlung. Aber trotzdem fühlt sie sich dafür verantwortlich. Jetzt wiederum, ja? Wie soll die Mutter sich wertvoll fühlen? Und dann hat. Genau, ich finde auch dieses Bild mit dem Superhelden ist im Prinzip gar nicht so blöd, weil der Superheld ist jetzt angenommen für die ganze Stadt verantwortlich und das Kind ist halt die ganze Stadt. Irgendetwas passiert immer. Da brennt's, da muss er irgendwas Brennt wieder immer irgendwo. zusammenretten. Irgendjemand muss immer gerettet werden. Ja. Und das ist ja bei einem Kind so. Und Das jetzt hast muss du so viel lernen. die ständige Aufmerksamkeit. Wo ist es, was ist hingefallen? Weil ja die Boah. Verantwortung nicht geteilt wird, weil in der Regel hat es ja nur einer, die Mutter, die dann aufpasst. Vater kann erstmal gar nichts tun, er kann nicht stillen oder hat keine Elternzeit, das ist ja noch nicht so lang. Ja, also lastet die Verantwortung ja auf einem Menschen. Jetzt Ja. habe ich das gewollt und jetzt bin ich verantwortlich dafür, aber es ist ja unberechenbar. Du weißt nicht, wie es sich entwickelt, was da passiert. Fällt das Kind runter vom Stuhl oder das oder das? Und dann fühlt man sich natürlich überfordert. Und Ja. oftmals ist es so, dass man dann den, wie eben da deine Freundin, und dann ist man natürlich verantwortlich dafür, weil es gibt ja sonst niemand. Also fühle ich mich schon schlecht, weil ich hätte ja aufpassen müssen. Also das Ja. ist Grundprogramm. Durch diese unglaubliche Verantwortung für ein Kind entsteht ein Grundprogramm des Schuldgefühls. Was ist ja nie richtig. Ja, das fühlt sich so, wenn du das jetzt nur erzählst, kriege ich so ein schlechtes Gefühl, weil, also, es fühlt Ja. sich wirklich echt heftig an, muss ich sagen. Und oftmals hört man ja gar nicht auf damit. Als das Kind 20 oder 30, ich habe gestern jemanden gehört, der ihre Töchter sind in Freiburg. Aber es ist nicht. Sie muss noch aufpassen. Sie kann noch nicht loslassen. Sie ist noch nicht gut genug als Mutter. Ah ja, vielleicht hätte ich doch noch oder sollte ich noch immer noch schauen. Und dann ist ja der Punkt, wann lasse ich los? Geht es wirklich, dass ich loslasse nach so vielen Jahren? Das ist ja dann schon drin. Gehen wir aber nochmal zurück, eben Ja. zu der Freundin. Klar, sie ist verantwortlich dafür. Also automatisch entsteht dann das Schuldgefühl. Und weil man merkt, man hat ein Schuldgefühl, fängt man an, noch mehr Augen zu haben und noch perfekter sein zu wollen, bis man sich total überfordert und dann gar nicht mehr kann. Ja. Und dadurch entsteht natürlich oft etwas, wo man die Kinder dann verwöhnt, wo man dann alle Steine wegräumt, bloß damit nichts passiert, damit man, weil es ist ja unerträglich für Vater oder Mutter, wenn du nicht aufgepasst hast und dann passiert was. Es ist ein unerträgliches Schuldgefühl. Ja, und klar, und durch die Schuldgefühle entwertet man sich. Und dann kann man doch keiner erzählen, dass man nicht das Kind mal übersehen hat, wenn es runterfällt. Oder?
Oder ja, wenn irgendwas passiert oder verschluckt oder sonst was. Kann ja Ja. trotzdem passieren. Also wie soll ich zu meiner 100% Entspannung kommen, wenn dann dauernd beim Kind, das ja, wie gesagt, nicht abschätzbar ist, es sind ja dauernd auf Bewegung, kann ja dauernd was passieren. Geht gar Ja, nicht. und jetzt würde mich halt interessieren, was könnten die zwei denn jetzt also beispielhaft tun? Gibt es dann etwas, das man tun kann? Gehen wir Und noch was mal könntest du zu so dem anderen empfehlen? Thema noch, wo du sagst, Ja. dass sie eben, wie du erzählt hast, eben, dass sie immer das Beste will, dass sie immer gut gelaunt ist, verlässlich, also emotional verlässlich wollen zu sein. Und dadurch vergisst sie, auf den Tisch zu hauen. Ja, geht dann gar nicht. Oftmals ist es dann so, wenn die Mütter also von ihrer Kindheit auf ihre eigenen Kinder schließen. Vielleicht ging es ihr nicht gut, vielleicht wurde sie übersehen oder was auch immer, oder es gab Streitereien. Und dann versucht sie alles, was sie als Negatives erlebt hat, von ihren Kindern fernzuhalten. Man überreagiert in diesem Fall, also zu sensibel für irgendwelche Störfelder zu sein. Oftmals, sage ich mal, sind sie dann die Mütter, wie soll ich sagen, wie so Heilige, die fast stoisch sind, alles aushalten, damit hier kein Streit ist, damit nichts passiert, damit man den Kindern keinen Schock zufügt, bloß wenn man jetzt mal wegen laut ist. Natürlich kann es sein, dass man dann diesen Zeitpunkt verpasst, wenn das Baby, das zu 100% natürlich versorgt werden muss, dass das dann zum Kleinkind wird. Und beim Kleinkind kann man dann schon anfangen, ne, zu unserer 50-50 zu kommen. Also geben und nehmen muss im Einklang sein, dass man immer noch gibt und gibt und gibt und gibt und immer mehr gibt. Aber was werden die Kinder? Ja, genau. Und dann werden die ja immer fordernder, weil sie sind es ja gewöhnt. Ne? Also es gibt ja immer noch Babys, die sind 50 oder 16, immer noch Babys fordernd. Bring ja, genau. So Ja. sagt jetzt Narzissten dazu. Ja. Also der Dr. Winterhoff sagt zum Beispiel eben, dass eben Narzissten herangezogen werden. 1% sind angeboren, vielleicht auch autistisch, der Rest ist anerzogen. Dann Also jetzt muss ich aber mal kurz das galoppierende Pferd so ein bisschen zurückhalten. Also, du hast jetzt quasi erklärt, habe ich das dann richtig verstanden? Am Anfang ist es völlig legitim und auch normal, dass man eben alles dem Kind gibt, weil dieser kleine Säugling, der kann wirklich ja nichts von alleine machen. Aber dann, wenn sich das zum Kleinkindalter hin verändert, Ja. sollte man irgendwann anpeilen in diese, was auch zwischenmenschlich zwischen Erwachsenen normal ist, in diese 50-50-Beziehung zu kommen, wo es nicht Genau. nur 100% gegeben wird, sondern es ist geben und nehmen. Muss dann langsam im Einklang sein. So langsam ist ein Prozess, sich zu entwickeln. Den verpassen viele Mütter oft. Oftmals ist so, dass die Mütter Angst haben, dass den Kindern, genau wie ich schon erzählt habe, so geht wie ihnen selber. Und dann verpassen den Zeitpunkt, auch mal auf den Tisch zu hauen und sagen: Moment mal, jetzt spiel mal alleine, dir fehlt doch gar nichts. Und dann kommt aber oft der Zeitpunkt, wo jetzt der Papa jetzt mal dazwischen geht und sagt: Jetzt ist still und es geht ihr eben, jetzt räumt ihr hier mal auf und so. Und dass die Mütter dann den Vätern in den Rücken fallen. Ja, das ist so auch dieser Zeitpunkt, der so mit 1,5, 2, 3 anfängt. Also, was ist? Die Kinder tanzen der Mutter auf der Nase rum, weil sie ist immer noch in dem Modus, ich muss sie glücklich machen, ich muss denen alles geben, ich muss alle Steine aus dem Weg räumen. Und dann verpassen sie den Zeitpunkt, dass jetzt der Prozess anfangen soll, geben und nehmen im Einklang zu sein. Dann sagt der Vater, so geht es aber nicht und es wird aufgeräumt. Und dann sagt sie, nein, leise, es war nicht so gemeint. Oder das Kind ist dann erschrocken und dann wird es gleich getröstet und kriegt natürlich dann doch recht. Und der Vater ist dann der Böse. Und damit entmachtet die Mutter sich und nachher steht sie alleine da und ist total überfordert. Wenn sie Ja? das eben so weiterführt, dass sie da ihre Kindheitserinnerungen irgendwie umgeformt haben möchte bei ihren eigenen Kindern, wenn ihr das nicht bewusst wird, ne?
wenn ihr das nicht bewusst wird. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man das eben anspricht, weil so durch ihr Verhalten, also sie leidet dann, weil sie hält hier alles stoisch aus, egal ob die Kinder jetzt die Bilder von der Wand reißen oder sonst was und eine Sauerei veranstalten, die müssen ja nichts aufräumen, es wird ja alles gemacht, sie dreht fast durch, sie leidet, dann regt sich der Ehemann auf, Partner auf und sie stoppt ihn dann und ihn betankt ihn dann. Ne? Also sein Limit geht immer weiter. Ne? Sie betankt Das ihn, der verstehe ich explodiert dann. jetzt noch nicht. Was bedeutet betanken? Also man hat jeder so ein Energiefeld. Okay? Also, die Kinder machen eine Sauerei, räumen nichts auf, nein, mag ich nicht, will ich nicht. Und jetzt will ich ins Bett und jetzt will ich lieber das und das und das machen. Und sie will den Kindern alles gut tun und kann sich nicht durchsetzen, räumt immer alles selber weg. Dann er kommt nach Hause und sieht, dass sie leidet und sich bei den Kindern nicht durchsetzen kann. Also, und dann leidet ja sie. Und die Ehefrau leidet ja wegen Ehemann, weil er ihr das Kind dann angetan hat. Okay, das ist jetzt schon ziemlich deep. Also, okay. Okay, ist vielleicht zu weit, okay? Vielleicht geht es so ein bisschen zu Ja, weit, genau. sonst versteht Also, man uns nicht mehr. ja. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, je mehr sie leidet, umso mehr hat er das Gefühl, ich muss was tun, ich muss jetzt die Kinder ins Senkel stellen, aber dann hat sie wiederum das Gefühl, sie muss die Kinder vor ihm schützen, weil er dann laut wird. Und dann nimmt sie sich quasi die Energie vom Vater, dass der mal den Kindern sagt, stopp. Also sie entmachtet sich dadurch und steht dann quasi völlig alleine da. Muss die glaubt unterbewusst, weil vielleicht der Vater immer ausgerastet ist, glaubt, dass sie quasi die Kinder vor dem Vater schützen muss und ist dann wieder alleine. Und fühlt sich aber wieder schlecht und schuldig, weil ja es wieder nicht in Ordnung war. Weil es ja wieder laut daheim ist. Es muss ja dann zum Streit kommen. Genau, sie, ihr Grundproblem ist ja ihr Leiden, aus dem sie denkt, dass sie aus dem nicht rauskommt oder dass das halt so sein muss. Es muss so sein, weil sie dann ja den Kindern Stopp sagen müsste ihnen sagen, also mit 2 muss jedes Kind schon einen festen Job haben. Entweder Staub wischen oder die Spielsachen einräumen, ja, aber es tut es ja dann nicht, weil die Mutter muss ja dem Kind eine tausendprozentige heile Welt bieten, wie dem Baby noch. Das muss mir auch zu 100% quasi dafür sorgen, hat aber den Punkt verpasst, dass das auch schon was tun kann, leidet dadurch. Und dann, wenn der Ehemann nach Hause kommt, dann sieht er, dass sie leidet, dass sie völlig fertig ist. Aber dadurch, dass er dann nichts sagen darf, damit die Kinder nicht erschrecken, weil er laut wird oder Stopp sagt, entmachtet sie ihn und steht dann wieder alleine da. Das heißt, Genau, sie. also wenn er quasi die Instanz sein könnte, die den Kindern mal sagt, so, jetzt Und müsst jetzt ihr soll ich. mal. Und Ja? sie lässt es quasi nicht zu, dann hebt sie diese mögliche Lösung dadurch eben wieder auf. Genau, eben. Und fühlt sich aber wiederum schlecht, weil sie glaubt, oh Gott, jetzt kommt ja das Schlimme auch noch vom Vater. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, der Angriff, das Laute, das Stoppsagen, das Erschrecken kommt ja dann vom Vater, der hier Stopp sagen will. Und dann glaubt sie wiederum, oh Gott, ich muss jetzt auch meine Kinder auch noch vor dem Vater schützen. So aus ihrer Kindheitserfahrung Aus halt, ihrer weil sie das nicht mehr Kindheitserfahrung möchte. heraus, wie wir es vorher besprochen haben, genau. Und da ist sie in unglaublichem Dilemma. Und jetzt haben wir ja nur ganz kurz das umrissen, warum sich sowas entwickelt. Also es in erster Linie vollkommen verantwortlich zu sein, der verantwortlich ist, der hat dann Schuldgefühle. Jetzt haben wir nur mal so diese Babyzeit und Kleinkindzeit umrissen, aber haben wir schon gemerkt, wie viel Konfliktpotenzial das birgt Enorm. durch dieses Glauben, ich darf mir keine Auszeit nehmen, ich darf mich nicht ausruhen, ich muss den Kindern, weil ich bin ja dafür verantwortlich, muss den Kindern das beste Leben wie im Schlaraffenland bieten, ihnen alles geben, alles ermöglichen,
die beste Schule, beste Kindergarten, wie auch immer. Und was für ein Druck dadurch entsteht und was, wie viele Konflikte dadurch entstehen. Ja. Ja, und jetzt interessiert mich natürlich wirklich sehr, was können die zwei denn tun? Also wie kommt man denn da raus? So ein bisschen wenigstens. Also beim ersten Beispiel wäre es ganz gut, wenn man jetzt quasi deswegen ja die Interviews, wenn man sich einfach reflektiert. Also reflektieren bedeutet, ja, ich bin für das Kind verantwortlich, absolut. Also natürlich, aber ich sage auch, das Kind darf seine Erfahrungen machen. Aha. Es darf ja, es darf klettern, es darf Purzelbäume machen, es darf im geschützten Rahmen darfst es machen. Also ist es für mich wichtig zu sehen, was mute ich dem Kind schon zu, wie alt ist es und dass ich reflektiere und sage, oh, es ist kein Baby mehr. Also ich weiß, bei meiner Ah, das ist ein guter Satz, oder? Kleine war es so, ich bin ja, oh, die ist mit 8 Monaten schon gelaufen, ich bin ja nur hinter der her. Und dann den Zeitpunkt nicht verpassen, dass ich nicht mein Leben lang jetzt hinterherlaufe. Das ist so quasi die erste Erkenntnis. Mein Kind ist jetzt 2 Jahre alt. Aha. Also das Kind ist 2 Jahre alt. Wenn das jetzt mal ausrutscht oder mal ein bisschen warten muss, stirbt es jetzt? Bricht sich dann ein Bein? Nee. Das Bein kann gut, ganz gut rutschen, kann schon ganz gut fordern. Also, und wenn es doch das kann, dann ist es kein Baby mehr. Und dann muss ich innerlich entscheiden, okay, ich lasse dem jetzt mehr Freiraum. Weil auf der einen Seite denken, okay, ich erzähle dem was. Und auf der anderen Seite traut man dem Kind ja nichts zu. Deshalb, ich traue meinem Kind zu, dass es jetzt, was habe ich am Anfang gemacht, hab sie die Treppe hochlaufen lassen, aber bin so hinterher. Ich hätte sie fangen können, aber sie durften allein laufen. Und das war für mich so ein Entwicklungsprozess, dass ich gemerkt habe, ah, jetzt können sie schon die Treppe rauf, jetzt können sie schon runter und so weiter. Also eigentlich geht es nur um die Bewusstwerdung, wie alt ist mein Kind jetzt und was traue ich ihm schon zu. Und wenn ich ihm was zutraue, dann hört nämlich auf, die totale Verantwortung zu existieren. Ja, das ist Okay? super. Weil es läuft parallel. Also ich traue dir zu, dass du das alleine kannst, okay? Oh ja, das Ja. finde ich super. Also welche Verantwortung habe ich dann noch für dich? Ja, dann bin ich selber verantwortlich. Also welche Schuldgefühle habe ich dann noch? Eigentlich hat dann keiner von beiden mehr dieses Schuldgefühl, Genau, oder? das ist der Punkt. Das Ja. wäre quasi der Entwicklungsprozess. Ich traue meinen Kindern das schon zu. Und es ist so wichtig, eben zu wissen, wenn ich meinen Kindern das zutraue, ja, und sage, du darfst jetzt zum Beispiel schon die Spülmaschine ausräumen oder ihr dürft schon alleine die Klötze reinräumen, beim Rest helfe ich euch. Und dann habe ich immer gesagt, oder meine Mutter hat das schon immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich dich nicht hätte. No. Ja, Ja? das Und ist das hat mich natürlich unglaublich motiviert. Ja, ich weiß. heute noch bist du stets motiviert. Bin ich stets motiviert, egal. Ja, Ich sag, wenn ja. was einer von mir will und er wirklich will, bin ich immer bereit. Ja. Und ich weiß noch, ich war fünf, bin mit 5 in die Schule gekommen und ich weiß, ich war vorher, habe ich schon auf mein kleines Geschwisterle aufgepasst. Hab das Ja. gefüttert und hab da die Windel angezogen. Das geht alles, das hat man mir zugetraut. Man wusste, dass ich zuverlässig bin. Ich renne nicht fort und gar nichts. Und das ist, was ich meine damit. Traust deinem Kind zu, dass es jetzt schon, dass man sagt, Mama legt sich jetzt eine halbe Stunde hin und da will ich jetzt nichts hören. Im Zimmer, natürlich lege ich mich dann im Kinderzimmer hin, ja, dass ich, wenn was ist, dass ich natürlich sofort aufwache. Das ist ja gar kein Problem. Wir liegen ja alle dann auf der Lauer. Aber hey, halbe Stunde, guck da, egal, mit 2 kann man das schon gut machen. Mama will jetzt schlafen. Wenn du schläfst, bin ich auch ruhig.
Also ich traue es dem Kind schon zu. Und wenn ich Ah es ihm zutraue, dann will es auch was tun. Und ich ja. traue es zu, dass mein Kind mit 2 Jahren sollte einen festen Job haben. Ja, Staubwischen oder Waschbecken, jeden Tag das Waschbecken schon mal nachpolieren. Also halt irgendwas Leichtes, aber es muss kontinuierlich sein. Und je mehr ich dem Kind zutraue, umso selbstständiger wird es, umso verlässlicher wird es, umso einfacher habe ich es mit dem Kind später. Genau. Umso mehr wächst natürlich mein Ich gebe dir die Verantwortung, weil ich traue es dir zu. Und je mehr ich dem Kind es zutraue, umso mehr kann ich ja peu à peu die Verantwortung abgeben. Umso leichter wird es für die Mutter und für den Vater werden. Ha, ich traue dir das zu. Komm, jetzt probier es mal, ich traue dir das zu, und wenn es nur 5 Minuten sind. Und so kann ich peu à peu das Kind zum selbstständigen Menschen erziehen, dass, wenn es mal in die Schule geht mit 6, oder mit 7, dass man es gar nicht mehr anleiten muss. Ich traue dir zu, wenn du diese Aufgaben erfüllen kannst, ja, dann kannst du ja auch, wird es auch daran gewöhnt sein. Also jeden Tag Spülmaschine oder saugen oder sonst was. Das kann also, konnte mein Kleiner schon mit 5, konnte das. Er wollte auch nicht am Anfang, aber ich sagte, ja, du, ist auch nichts. Nach 2 Minuten wusste er, wo der Staubsauger steht und wo man dann saugt, es geht alles. Und dann natürlich ganz klar, dann gibt es fettes Lob. Wenn man doof ist, sage ich gar nichts. Wenn man was gemacht hat, wenn man schon darf und immer dürfen, müssen tun wir hier nicht. Aber dürfen. Dürfen macht groß. Dürfen macht großartig. Macht Selbstbewusstsein. Aber müssen. Okay. Ja. So. Wenn ich das jetzt so mache, das ist wirklich nur kurzformisch, klar, das können wir noch weiter ausarbeiten. Aber in dem Moment geben die Eltern, Vater und Mutter, die Verantwortung so peu à peu ans Kind ab. Und dann habe ich mit 6, 7, 8 ein Kind, mit dem kann man was anfangen. Da kann man sagen, du guck mal, du hast jetzt Sport, richte deine Sportsachen oder das kannst dann alleine. Und je Genau. weniger Verantwortung man hat, umso weniger Schuldgefühle. Dann Umso könnte mehr. man sich dann auch, wenn man sich jetzt Sorgen macht, weil das macht man ja auch, denke ich, sehr oft als Mutter, das dann für sich reflektieren und umändern, dass man eben dann denkt, nee, Moment, mein Kind ist jetzt so und so alt, ich traue dem das zu und dem Genau. auch dem Kind so diese Gedanken schicken. Du bist super, ich traue dir das zu, du bist meine Beste oder so, oder? Genau. Ich habe da letztens erst ein Telefongespräch gehabt, hat meine Mutter mich angerufen. Ich hätte ihrem Kind gesagt, es soll sich einen neuen Arbeitsplatz suchen und sich mal was trauen und so weiter. Und es geht doch gar nicht. Das Kind ist übrigens 25. Genau. Dann habe ich gesagt, ja, ich traue es ihrem Kind zu. Das war eigentlich mein einziges Argument. Ich traue es ihrem Kind zu und ich weiß, dass sie ganz viel lernt und ich weiß, dass es lernen will. Und ich glaube, dass das Beste ist, jetzt eben sie wirklich loszulassen. Ich traue es ihrem Kind zu. Das war eigentlich mein einziges Hauptaugenmerk, also Argument. Ja, und so ist es da auch. Also, dann wachsen wir beide. Und dann, wenn mein Kind das kann, dann wächst es der Wert der Mutter, weil die Mutter, die das ganze Leben den Kindern den Dreck wegräumt und sie pampert noch mit 20, die ist nichts wert. Sie fühlt sich wertlos und wird vielleicht auch so behandelt. So ist es. Ja. Die sagt, ja, also hallo Leute, wir sind ein Team, jeder hat seinen Job hier im Haushalt, Teamwork, wie später im Leben ist, wie auf der Arbeitsstelle ist, wie es in der eigenen Familie ist, ihr lernt ganz viel, aber ihr könnt es und ihr dürft es. Dann hast du selbstbewusste Kinder und dann bist du auch selber, hast einen wertvollen Posten, bist wertgeschätzt. Ja, weil du ja selber diese Ja? Person bist, die selber aus diesem Hamsterrad ja ausgestiegen ist. Weil so wie du das vorhin beschrieben hast, habe ich echt gedacht, oh Gott, hoffentlich redet sie nicht mehr so lange darüber, weil es fühlt sich echt voll schlecht an.
Und so ist es ja quasi wirklich, okay, ich steige aus diesem Hamsterrad aus, weil ich dazu fähig bin. Also ich bin so cool als Mutter, also ich bin Ich keine traue es Mutter, dir aber zu. ich bin so cool, dass ich dir so viel Freiheit geben kann und dass ich so sehr an dich glaube. Und ich meine, also zu so einer Mutter will man ja wohl nur immer wieder zurückgehen, wenn man so denkt, ah komm, ich hole mir Er kann es vertrauen. ein bisschen Überzeugungskraft und dann geht es mir wieder besser. Also, das finde ich schon Man muss cool. einfach wissen, nochmal kurzer Ausflug, aber wirklich nur ein kurzer. Ja, letzter. Je mehr Selbstwertgefühl ein Kind hat, umso weniger wird es natürlich gemobbt draußen. Das ist auch eine Brücke, die man einfach wissen muss. Je mehr ich jemand zutraue, dass er es kann, ja, das Zutrauen, das Selbstbewusstsein nimmt man ja mit. Die, die sich schuldig fühlen, die werden natürlich in der Schule schuldig gesprochen. Die Ja? werden auch eher in so eine Position gesteckt, wo man sie halt klein machen will oder so. Genau. Ja. Genau. Aber wenn du ein Kind zum Beispiel immer lobst, ah, das ist toll und das hast du toll gemalt, wenn es ein paar Striche mag, das Kind weiß genau, dass das eine geliehene Selbstwert ist. Das gehört mir gar nicht, das ist aufgesetzt. Aber wenn ich doch zum Kind sage, wow, du darfst es und ich traue es dir zu und das hast du toll gemacht, da gibt es jetzt zwei Smileys halt dafür, ne? Genau, auf die Gratifikation hinarbeiten. Und dann fühlt das Kind sich wertvoll. Und was sich daheim wertvoll, also wirklich auf der Tat, was man getan hat, wertvoll fühlt, dann wirst du dich draußen auch wertvoll fühlen. Kannst Ja? du da noch mal so zwei, drei, so als konkretes Handwerkszeug noch so zwei, drei Tipps geben? Vielleicht irgendwie so Sätze, die man sich sagen kann oder wenn man jetzt gerade im Moment in diesem Hamsterrad sehr stark drin ist, Ja. was du so als Soforthilfe noch empfehlen würdest, jetzt noch so zum Abschluss? Sehr schön, ja, absolut. Ich zum Beispiel finde ich sehr gut, wenn man sagt, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich jetzt gerade mich wie eine schlechte Mutter fühle. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich das Gefühl habe, heute meine Emotion nicht im Griff gehabt zu haben. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, für meine Kinder nicht genug getan zu haben. Also man kann den Nachsatz ja ausbauen, ja, gerade wie es für einen passt, aber wenn man das sagt, oder vielleicht könnt ihr das mal jetzt gerade nachfühlen, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich als Mutter, Vater gerade einen Fehler gemacht habe. Wie fühlt sich denn das an? Was macht es? Und als Vater und Mutter wird man hunderte Fehler machen, mit dem ist zu rechnen. Ja, so wie jeder in allem immer Fehler macht. Immer. Genau. Und deswegen, ich Also, akzeptiere mich, auch wenn ich Fehler mache. ich Wenn ich finde, als das weicht halt auf. Also, es macht es weicher und ich mache nicht mehr so den Druck. Ich mache mir nicht mehr so den Druck. Ja, das ist wie ein selber Verzeihen, wie ein selber Annehmen, dass man trotzdem gut ist. Weil wie gesagt, ein Kind ist ja wie sagt man da, wie ein Überraschungspaket. Ja. Dass man natürlich, wenn ein Schreikind hat, irgendwann mal die Geduld verliert und denkt, Mensch, nimm es bloß. Und wenn es ein Tag ist, doch Ja. logisch. Ich verstehe das alles gut. Absolut. Aber wenn man natürlich die Schuldgefühle hat, dann geht es einem richtig schlecht. Und deswegen, ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich heute glaube, keine Mutter gewesen zu sein, die gut genug war oder die Fehler gemacht hat. Und das finde ich, wenn man das wirklich integriert, ist das wie ein Zauberwort. Das hilft, das macht sanft, das macht weich, da kann man sich besser vergeben. Und es einfach zu wissen, wir können keine 100% geben, gut genug sein. Das geht tatsächlich nicht, weil das ist nicht hundertprozentiger Einfluss. Nee, eben, das ist, wie du es beschrieben hast, ein Kind ist ein Überraschungspaket und zwar jeden Tag aufs Neue. Das ist es. Und wir werden nicht ausgebildet und geprüft als Vater, Nee. als Mutter. Wir Nee. bekommen in der Regel überhaupt keine Zertifizierung dafür. Ja. Ja?
Wir bringen nur das mit, was wir mitgebracht haben von den Eltern, vom Kindergarten, von der Schule. Wir sind ein Konglomerat aus unseren Erfahrungen, aber haben sonst weiter nichts darüber gelernt, außer wie man sich oft in der Schwangerschaft dann vorbereitet. Ja, Ja? also ich kann wirklich nur sagen, ich finde es einfach unglaublich bewundernswert, jede Person, die sich dem stellt und die das möchte und dann noch umsetzt. Ich finde es krass, was die Leute alles machen. Und aus meiner Sicht ist es der Hammer. Wenn man es mal so von außen sieht, als jemand, der jetzt keine Kinder hat, ist es einfach krass, was ihr da den ganzen Tag macht. Und das müsst ihr euch auch mal bewusst machen, Und man dass hat ihr da keine einfach. Ruhe, weil in der Nacht liegst du wieder auf der Lauer. Ja. Ich weiß ja, du hast mir schon oft geholfen beim Babysitten und du weißt, wir waren froh, dass wir damals zu zweit waren. Ja. Ja, genau. Da war Ja, ich. wunderbar. Ja, und dass das nicht einfach ist, obwohl wir auch zu zweit waren, eine ganze Zeit lang. Das war eine Herausforderung. Da war ich richtig dankbar. Und du Ja. weißt, das war dann 10 Uhr, bis du mal dann gegangen bist, uns was zum Essen holen. Gibt es noch so einen allerletzten Trick, wie man sich vielleicht auch selber mal loben kann, dass man sich da mal dran erinnert? Oder soll man das lieber erstmal so probieren, wie du es jetzt gesagt hast, mit dem, dass Das man ist sich schwierig. trotzdem. Also wir tun uns sowieso schwer mit dem Loben. Ja. Also Ja. selbst wenn ein anderer dich lobt, ah nee, lass mich in Ruhe. Mir geht es selber so. Ja. Da tut man sich schwer. Deswegen, ja, man denkt, ah, ich bin gar nicht so gut. Oder ja, darum finde ich, man kommt mit dem Satz, ich liebe und akzeptiere mich, egal wie es heute Trotzdem. gewesen ist. Ja. Oder es war gut. Und weil ich liebe und akzeptiere mich, ist für mich wie eine Erinnerung, Gott, ich bin schon das geliebte göttliche Kind, da habe ich was zum Anfassen, da ist was Wertvolles dabei, da erinnere ich mich daran, dass ich schon geliebt werde. Weil ich weiß es von mir aus, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zu Mich loben, zu wenn loben. es nachts um 2 war, wo ich dann da stand und gedacht, ja. Ja, schüttelt auch gerade noch jemand den Kopf hier in der Runde. Also okay, dann ist es aber wirklich ein toller Tipp mit diesem Ich liebe und akzeptiere mich, egal oder trotzdem, dass es mir heute so vorkommt, als hätte ich es nicht gut gemacht oder so. Genau, das finde ich Ja. einfach am besten. Super. Ja, ganz, 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 ganz vielen lieben Dank. Danke auch nochmal an alle fleißigen Zuhörer, Zuhörerinnen. Und danke, Eva, für deine tollen Tipps. Ich hoffe, Dankeschön. die bringen euch was, diejenigen, die zuhören. Und wir wünschen euch nur das Beste. Schickt uns sehr gerne Fragen, wenn ihr nochmal Fragen zum Thema Kinder habt oder was ihr da machen könnt. Gerne mit sehr konkreten Situationen. Wir wollen wirklich gerne da weiterhelfen. Weil wie Und gesagt, Eva hat ja eh ganz viel Zeit. Thema haben wir heute angekratzt, da gibt's schon noch, da hast du völlig recht, da gibt es schon noch viel zu erzählen. Ja. Aber ich möchte halt gern, wir möchten beide gern auf konkrete Fragen antworten, weil jede Situation ist anders, jedes Alter ist anders. Ja. Aber erstmal geht natürlich, wie du sagst, ein großes, dickes Danke an die Mütter und an die Väter, die sich wagen, die sich trauen, die Ja. Verantwortung zu übernehmen. Ja, ihr seid Egal der was Hammer. dem Überraschungspaket dann wird. Ja. Das ist nicht einfach. Drum Dankeschön an alle. Vielen Dank und bis bald. Hallo, liebe alle, jetzt darf ich euch noch sehr gerne das Handwerkszeug zu dieser Podcast-Folge einmal hier hinterlassen. Und das Handwerkszeug beginnt mit zwei Erkenntnissen. Und zwar erstmal die Erkenntnis des Grundprogrammes, das bei der Empfängnis aktiviert wird. Ich habe jetzt dieses Kind angezogen. Ich habe mich dazu entschieden, dem Kind eine Heimat, ein Zuhause in dieser Welt geben zu wollen. Also fühle ich mich auch zu 100% dafür verantwortlich. Und so wie Eva Maria das in Bezug auf das Haus erklärt hat, fühle ich mich eben für alles verantwortlich und dadurch entsteht auch ein Schuldgefühl.
Weil Kinder ein unberechenbarer Faktor sind, hat man eben dieses Schuldgefühl, weil immer irgendwo etwas Neues entsteht. Das Kind verändert sich stetig und deswegen haben wir eben dieses große Verantwortungs- und dann auch Schuldgefühl als Mutter, als Mütter und Väter. Die zweite Erkenntnis ist, dass ab 1,5 oder 2 Jahren sich dieses 100%-Verhältnis von Mutter zum Kind verändern sollte, peu à peu angebahnt werden sollte, in ein 50-zu-50-Verhältnis, das aus Geben und Nehmen besteht. Die Verantwortung wird dem Kind dann zugetraut und dadurch wird diese Last der Verantwortung auch von der Mutter genommen. Also je mehr die Mutter dem Kind auch zutraut und Verantwortung übergibt, desto weniger muss sie es tragen und hat diese 100%ige Verantwortung und dieses 100%ige Schuldgefühl. Dadurch werden sich beide besser fühlen, weil beide daran wachsen können. Jetzt kommen so drei Aspekte, die ihr eben als konkretes Handwerkszeug basierend auf diesen Erkenntnissen jetzt anwenden könnt. Und zwar ist es einmal die Reflexion, dass ihr immer überlegt, Moment mal, wie alt ist mein Kind jetzt? Und dann überlegt, was traue ich meinem Kind schon zu? Es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Ich bin mir sicher, ihr werdet da ganz viele gute Ideen und Gedanken dazu haben. Auf der Handlungsebene könnt ihr dem Kind ab 2 Jahren einen festen Job im Haushalt geben. Das kann was ganz, ganz Leichtes sein, zum Beispiel nur dieses eine Regal immer abstauben, wo es immer so staubig ist oder so. Genau, also eine kleine, leichte, machbare Aufgabe, die aber kontinuierlich erledigt werden muss. Und eben fange an, dem Kind peu à peu die Verantwortung zurückzugeben, damit ihr beide wachsen könnt. Gedanklich, emotional hast du die Möglichkeit, dir den Satz zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich auch wenn. Und da kannst du alles Mögliche einbauen. Ich liebe und akzeptiere mich auch wenn ich heute das Gefühl habe, es nicht gut hinbekommen zu haben. Ich liebe und akzeptiere mich auch wenn ich mich heute wie die schlechteste Mutter der Welt fühle. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich heute verzweifeln könnte. Ich liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich mein Kind heute echt an meinem Kind verzweifelt bin und so weiter. Und so könnt ihr quasi in eine Art Gedankenschleife einsteigen, die euch dann helfen wird, da mehr Selbstversöhnung und ja, Selbstversöhnung reinzukriegen. Wir hoffen, dass euch diese Tipps weiterhelfen. Wir haben auch eine Meditation für Väter und Mütter diesbezüglich aufgenommen. Die findet ihr da. Könnt ihr gerne draufklicken und ansonsten freuen wir uns natürlich immer gerne über euer Abo. Wir werden jetzt in der Zukunft wöchentlich hier Podcasts rausbringen und freuen uns, wie gesagt, auch sehr gerne über konkrete Situationen, wo wir dir einen Tipp geben können, wie es vielleicht anders auch gehen könnte, was ihr vielleicht machen könntet, um das Ganze zu lösen. Alles, alles Liebe für dich und danke für alles, was du machst. Danke für diese tolle Arbeit, die du jeden Tag machst. Es ist unglaublich, was auf dir lastet und es ist unglaublich, wie toll du das machst, auch wenn du es vielleicht nicht siehst. Dankeschön.